Also ich finde sie immer noch sehr modern, auch wenn, wie man sieht, ihnen zumeist hier die Farbe fehlt. Aber ich sag mal, was die Kühnheit der oder die Radikalität der Bildsprache betrifft, also die wirklich kühnen Ausschnitte, Anschnitte, die Präzision von Strukturen und Konturen, das ist etwas, was noch immer fasziniert und was ein Ausdrucksmittel der Zeit der 20er Jahre gewesen ist. Es sind auch viele Fotografen in der Ausstellung Personen gewesen, die am Bauhaus unterrichtet haben oder die Schülerinnen und Schüler am Bauhaus waren. Auf der anderen Seite hat sich auch damals niemand um diesen Markenkern Bauhaus so sehr gekümmert, dass er gesagt hat, wir machen hier Bauhausfotografie, sondern es ging um das Moderne. Die Ausstellung fragt danach, was ist damals in den späten 1920er, frühen 30er Jahren modern in der Fotografie gewesen? Wohin ging damals die fotografische Entwicklung? Und sie fragt, wie Künstlerinnen heute auf diese Frage reagieren. Jetzt erleben wir so etwas wie ein Revival, die Ideen des neuen Sehens, das Experimentieren mit Fotografie, die Lösung der Fotografie von der Abbildung. Das hat gerade wieder Konjunktur.